Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der HUK Coburg. Wir sind Philipp und Jutta und wir möchten heute mit euch ein kleines Partner-Workout machen. Achtet bitte später bei allen Übungen ein bisschen auf die Größen- und Gewichtsverhältnisse und tastet euch vorsichtig an die Übungen ran. Habt Spaß dabei! Wir starten dazu mit einer kleinen Aufwärmrunde zum Aufwecken vom Körper und Geist. Dazu dreht sich deine Partner um. Ich tippe auf die rechte oder linke Schulter bzw. rechte oder linke Hüfte und Jutta muss dann reagieren und den rechten oder linken Arm so schnell es geht anheben bzw. das Bein. Sieht denn so aus? Das heißt, Informationen bekommen und verarbeiten und keinen Fehler machen. Genau, das macht er sehr gut. Ja, das ist schon der erste Fehler. Dann kann man noch mit Strafübungen arbeiten, damit der Druck ein bisschen größer wird. Genau. Wechseln wir das Ganze. Es geht dabei darum, wirklich Informationen so schnell es geht zu verarbeiten, nicht lange nachdenken und keinen Fehler zu machen. Okay. Dann geht es noch einen Schritt weiter. Wenn ich den Kopf berühre, heißt es, Jutta springt einen kleinen Sprung nach oben, berühre ich zwischen den Schulterblättern, heißt es, sie macht eine kleine Kniebeuge. Arme und Schultern bleiben. Ja, schneller, das war der Sprung eigentlich gewesen. Das ist die Kniebeuge. Hier wird die Hüfte. Ah, ja. Genau. Und um das noch ein bisschen schwieriger zu machen, verwechseln wir jetzt die Seiten von den Schultern und von den Hüften. Das heißt, rechte Schulter heißt linker Arm und linke Hüfte heißt rechtes Bein. Kopf bleibt gleich. Ah ja, schneller, 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 verarbeiten. Oh, Fehler. Genau. Okay. Genau, das wäre so eine Runde zum Aufwärmen bzw. zum Aufwecken vom Körper und Geist. Unsere zweite kleine Warm-up-Übung findet in der Planke statt. Dazu gehen wir nach unten auf die Matte, in den Frontstütz, ein Stück voneinander entfernt. Es geht gleich los. Wir versuchen uns gegenseitig zu jagen und auf die Hände zu klatschen. Los geht's. Ihr versucht, euch nicht erwischen zu lassen. Und als Strafe muss euer Partner ein Burpee machen, wenn ihr den erwischt habt. Haltet Bauchspannung. Jawohl. Okay, zweite Übung. Ihr könnt kurz mal die Knie absetzen. Wir bleiben im Frontstütz. Ihr greift euch diagonal an den Händen und versucht euch ein bisschen wegzuziehen. Ja? Ihr greift diagonal, haltet Spannung, lasst euch nicht umziehen und lasst euch nicht die Matte wegziehen. Oh, okay, muss ich wieder ein Burpee machen? Seitenwechsel, andere Hand. Okay, ich habe keine Chance. Ihr seht, das war geschauspielert. Ein Burpee. Sehr gut. Ich hoffe, ihr spürt, dass ihr ein bisschen Aktivierung im Core habt und ein bisschen warm seid. Wir starten mit der ersten Übung für den Bauch. Dafür setzen wir uns zueinander auf den Boden und verhaken unsere Füße ineinander, sodass die Knie leicht gebeugt sind und wir einen festen Halt haben. Dann gehen wir gleichzeitig zurück, halten den Bauch fest, Bauchnabel einziehen, kurz, berühren mit den Händen hinter unserem Kopf den Boden, kommen gleichzeitig wieder hoch und klatschen uns ab für die ersten 30 Sekunden. Versucht im gleichen Tempo zu bleiben. Und los geht's.
achtet immer darauf, den Bauchnabel einzuziehen. Wir wollen kein Hohlkreuz haben. 10 Sekunden. Hier. 3. Und Pause. Wir bleiben gleich so sitzen, kurz vielleicht mal die Fußgelenke entspannen. In der zweiten Runde ähnlich, nur diesmal, wenn wir hochkommen, rotieren wir auf und klatschen einarmig ab. Also wir fangen an mit dem rechten Arm beide und dann mit dem linken Arm. 15 Sekunden geht los, wieder bereit machen, Füße wieder einklemmen. Der Rest bleibt gleich, Hände berühren hinterm Kopf den Boden. Und 5, 4, 3, 2, 1 und los. Oberkörper so weit es geht rotieren, die andere Hand des Partners nicht aus den Augen verlieren, im peripheren Blickfeld vielleicht, und rotieren. 5, einer geht noch, und geschafft, sehr gut. Unsere nächste Übung ist eine Kniebeuge mit Partner. Dazu schiebt ihr mal bitte eure Matten weg, damit ihr nicht wegrutscht. Wir machen das Ganze 30 Sekunden. Ihr stellt euch Rücken an Rücken. Ihr müsst ein bisschen auf die Abstände achten. Wir gehen gleich 30 Sekunden nach unten in einen Squat Hold. Nur halten, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ja, achtet darauf, dass ihr euch schön mit dem Rücken an den Partner lehnt, sonst wird es nicht funktionieren. In 5, 4, 3, 2, 1. Tief gehen, in eine Squat-Position und nur halten. Ihr müsst euch an euren Partner anlehnen, sonst wird es nicht funktionieren. Versucht ihn nicht wegzuschieben, aber geht auch nicht mit eurem Rücken weg. Also schön die Position halten. Vielleicht spürt ihr schon ein bisschen die Oberschenkel. 15 Sekunden schaffen wir noch. Dann haben wir 30 Sekunden Pause. Haltet, komm. Anspannung hier, den Core anspannen. 8 Sekunden noch. Und dann sprecht euch ab, geht langsam nach oben in 3, 2, 1, wieder hoch. Ihr habt 30 Sekunden Pause. Beinchen mal ausschütteln. Ihr habt nun zwei Möglichkeiten für die zweite Runde. Entweder haltet ihr wieder, wenn ihr damit schon so ein bisschen strugglen musstet, oder ihr versucht eine Kniebeuge aktiv, also tief und hoch zu gehen. Wir haben noch 15 Sekunden Pause. Ihr könnt euch aber schon mal positionieren. 10 Sekunden noch. Rücken an Rücken. In 8 Sekunden geht ihr erstmal vorsichtig in einen Squat Hold. In 3, 2, 1, geht tief. So, wer jetzt mal ausprobieren möchte, schiebt sich wieder ein Stück nach oben und geht vielleicht noch ein Stückchen tiefer. Hoch und tief. Schön mit dem Rücken aneinander bleiben. 15 Sekunden schafft ihr noch. 10 noch. Wenn es nicht gehen sollte, bleibt in der Squat-Hold-Position. Noch 5. 3. 2, 1, geschafft. Beine auslockern. Gut gemacht. Für die nächste Übung wollen wir mit dem Partner rudern. Dafür holt euch wieder eure Matten oder eure Unterlage. Ein Partner legt sich am Boden. Der andere steigt drüber. Der untere versucht sich wieder festzumachen. Leichte Variante, die Hüfte vom unteren bleibt am Boden. Der untere greift ungefähr in diese Position mit den Armen. Und der aktive Partner greift im Untergriff oder Obergriff um die Arme, versucht festen Halt zu bekommen. Gerade Rücken für den aktiven Partner. Und dieser rudert jetzt und zieht den liegenden Partner nach oben. Bis zum unteren Rückenbogen am besten. Geraden Rücken dabei halten. Core festmachen. Und rudern. Ja, darf anstrengend sein. Der untere Partner darf sich auch gern schwer machen, wenn es zu leicht fällt. Also Sekunden müssen noch sein. Ja, sehr gut. Dann Partnerwechsel. Das war jetzt die etwas leichtere Variante. Ja. Je nachdem, was der Oberkörper des liegenden Partners wiegt. Schwere Variante. Nee, überkreuzt. Genau. Schwere Variante. Jetzt bleibt Jutta komplett gestreckt. Also macht ihren Rumpf fest. Von den Schultern bis zu den Fußspitzen. Und ich greife jetzt auch wieder im Untergriff. Es gibt auch die Möglichkeit, im Obergriff zu greifen. Mache wieder meinen Rücken fest, gehe in die Position zum Rudern und rudere jetzt, ziehe den kompletten Körper von Jutta zu meinem
unteren Rippenbogen in einem Tempo, was ich die 30 Sekunden beständig durchhalte. Wichtig dabei auch Schulterblätter zurückziehen, bevor ihr zieht. Als wenn ihr mit den Schulterblättern ein Blatt Papier hinten einklemmen wollt. Und rudert ganz im Gleis, dampft im ruhigen Tempo. Okay. Unsere nächste Übung ist ein kleiner Reaktionstest in der Planke. Dazu geht Partner 1 nach unten in den Frontstütz. Ich erkläre es kurz noch. Partner 2 greift in der leichteren Variante die Oberschenkel von Partner 1. Und ich werde jetzt dem Philipp ansagen, welches Bein er gleich einmal loslassen darf. Ich muss trotzdem die Planke halten. Mach den Bauch fest. Der Partner, der die Beine hält, hat bitte eine gute Rückenposition. Okay. Rechts. Links. Rechts. Links. Ihr bleibt ganz stabil. Bauch anspannen. Rechts. Und rechts. Und jetzt lasse ich den Philipp das alleine entscheiden. Ganz schön anspruchsvoll. Halten, halten, halten. Gleich geschafft. Okay. Ihr wechselt bitte. Etwas schwerer wird es für ihn und für mich ein bisschen leichter zum Halten. Wenn ich seine Fußgelenke unten greife, er hat noch ein paar Sekunden Pause, kann schon mal in den Vierfüßler gehen. Die Hände sind bitte schön unter den Schultern und ich gebe mir Mühe, dass ich hier eine gute Rückenposition habe. Philipp, in 8 Sekunden geht's los. Ich greife schon mal hier die Sprunggelenke. Er geht schön in die Planke, ich mache meinen Rücken gerade. Ich sage ihm am Anfang an, welches Bein ich loslasse. Rechts. Rechts. Links. Links. Halten, nur halten. Du hast noch 15 Sekunden. Ich sag dir nicht, welches Bein ich loslasse. Pass auf. Aufpassen. Ah, okay. Der hier hinten die Beine hält, eine gute Rückenhaltung. Das ist auch für mich anspruchsvoll. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ein paar Sekunden hast du noch. Sehr gut. Und stopp. Gut gemacht. In der nächsten Übung trainieren wir unsere Oberschenkelrückseite, unser Gesäß mit der Standwaage. Dazu brauchen wir wieder einen etwas festeren Untergrund und als Partnerübung einen Zusatzgegenstand, den wir uns übergeben. Standwaage, nochmal kurz vorzeigen, ist diese Variante und dabei übergeben wir immer, wenn wir in der unteren Position sind, den Gegenstand. Wir fangen mit dem linken Bein an, zweite Runde dann das andere Bein. Okay, 3, 2, 1 und los. Bisschen wackelige Geschichte, macht's langsam. Wichtig ist, dass ihr wie eine Bahnschranke abkippt und in der Hüfte das Scharnier sitzt. Beide Hüftknochen zeigen, wenn ihr nach unten geht, wirklich nach unten parallel. Und das hintere Bein, abgehobene, ist streckt in der Luft mit dem gestreckten Knie, Ferse zur Decke. 2 Sekunden, dann 30 Sekunden Pause, anderes Bein, wie gesagt, wirklich darauf achten, beide Hüftknochen, wenn ihr runtergeht, müssen parallel zum Boden zeigen, hinteres Bein gestreckt, Arme aufgestreckt. Okay. Wechseln das Bein, wer es wackeliger möchte und anstrengender möchte, geht auf die Matte, wird aber schwieriger. Okay, in 10 Sekunden geht's los, wieder jetzt aufs rechte Bein stellen, das linke Bein schon mit der Hüfte anheben. Festmachen wie eine Bahnschranke und los geht's. Gar nicht so einfach. Macht's ruhig sehr langsam, dass jeder Partner mitkommt. Das Standbein dürfte leicht die beugen. Acht Sekunden. Und die letzte Wiederholung. Sehr gut. Unsere nächste Übung ist eine Bauchübung, der V-Up. Dazu holt der Philipp mal ein kleines Gewicht. Vielleicht, wenn ihr habt, einen Rucksack, ja, damit ihr ein bisschen Gegenstand habt. Wir versetzen unsere Matten leicht. Setzen uns hier auf die Matten. Ungefähr die Position. Die Hüften sind dicht aneinander.
Und wenn es losgeht, gehen wir beide nach hinten, legen den Rücken nicht ganz ab, strecken die Beine nach vorne und beim Hochgehen übergeben wir den Rucksack. Philipp fängt an. Streckt euch wieder nach hinten. Auch der Partner, der den Gegenstand nicht in der Hand hat, geht bitte schön nach hinten zurück. Schafft ihr 30 Sekunden lang. Und wir übergeben das ja jetzt leicht diagonal, wie ihr seht. Das heißt, nach 30 Sekunden wechseln wir unsere Position. Schön den Bauch festmachen, Bauchnabel nach innen ziehen. Weit nach hinten zurück. Und ihr habt Pause. Ihr tauscht mal die Position der Matten, sodass ihr leicht diagonal die andere Richtung habt. Habt noch ein bisschen Pause. Begebt euch in Position. Auf die Körperspannung achten. Gleich geht's los. 10 Sekunden Pause. Habt ihr noch schnauft, nochmal durch. Bereit? 3, 2, 1, los geht's. Haltet eure Bauchspannung. Streckt euch nach hinten aus. Übergebt den Gegenstand. Kommt wieder hoch. Die etwas leichtere Variante ist es, wenn ihr eure Knie dabei ein bisschen ranzieht. Ja? Bauch fest. Gleich geschafft. Noch 5. Und Philipp sagt mir, wann die Zeit um ist. Stopp. Super. Einmal durchschnaufen. Für die nächste Übung wollen wir unsere Oberschenkel trainieren mit der Beinpresse für den Partner oder mit dem Partner. Dazu legt sich der Partner, der aktive Partner legt sich auf den Rücken. Der aktive Partner, am besten einen nicht rutschigen Untergrund, presst die Füße von dem liegenden Partner an, am besten am Brustkorb platzieren, in Schrittstellung, dann könnt ihr das Gewicht ein bisschen kontrollieren. Und die Jutta lässt mich jetzt runter und drückt mich hoch. Genau. Achtet dabei darauf, dass die Knie nicht nach innen kollabieren, sondern leicht nach außen zeigen. Der oben stehende Partner kann sein Gewicht in Schrittstellung dosieren. Das verlangt vielleicht ein bisschen Übung, also langsam anfangen. Vielleicht nicht am Anfang so weit beugen und dann rantasten. Okay, das war jetzt die Variante mit beiden Beinen. Für die Variante mit einem Bein, gleiche Position, aktiver Partner liegt am Boden. Jetzt ist es für den passiven Partner schwieriger, weil er muss das Gleichgewicht halten. Auch wieder am Brustbein positionieren, Fuß festhalten. Und dann wieder in Schrittstellung kann der passive Partner sein Gewicht dosieren und wieder hier langsam rantasten, erst wenig beugen und dann sich immer mehr trauen. Also langsam wenig beugen und dann immer weiter, wie es eure Kraft zulässt. Auch hier wieder das Knie kontrollieren, das darf nicht anfangen zu wackeln. Und dann Seitenwechsel und weiter geht's. Wieder erst rantasten. Ja. Wieder aufs Knie achten, gerade bleiben. Einen machen wir noch. Okay. Sehr gut. Als nächstes kommt der Deadlift mit Partner. Dazu nehmt ihr entweder nur eine Matte oder einen Untergrund, auf dem ihr so ein bisschen Grip habt. Ja? Der Philipp legt sich hin. Ich schiebe meine Matte mal ein bisschen weg. Deadlift heißt, wir wollen eine Streckung in der Hüfte. Der Rücken bleibt gerade. Ihr steigt über euren Partner drüber. Die Arme nehmt ihr am besten hier so über Kreuz. Ihr habt noch ein paar Sekunden, bevor es losgeht. Ihr greift hier rum. Ich mache zuerst die leichtere Variante. Der Philipp lässt bitte das Becken unten. Ja? Ich strecke meinen Rücken, komme hoch in die Hüftstreckung, gehe wieder tief. Gerade Rückenposition. Ganz hoch in die Beinstreckung. Der Philipp muss auch ein bisschen Körperspannung halten. Ich würde gerne zum Schluss noch einmal die schwere Variante ausprobieren. Dazu macht sich der Philipp ganz fest. Ich versuche ihn quasi komplett anzuheben. Anderer Griff und hoch. Okay, sehr viel mehr als eine Wiederholung schaffe ich da nicht. Ihr wechselt. Anderer Partner legt sich auf den Rücken.
Der Philipp darf gerne 30 Sekunden die schwere Variante probieren. Ich muss mich festmachen in der Planke. Ein paar Sekunden Zeit hast du noch, 15. Nochmal durchschnaufen, achte auf deinen Rücken. Es geht los in 5 Sekunden. Der unterliegende Partner muss sich schön festmachen. Und go. Leicht müsst ihr einmal nachgreifen, falls ihr ein bisschen abrutscht an den Armen. Sehr gut. 10 Sekunden noch, Philipp. Gleich geschafft. 3, 2, 1. Perfekt. Stopp. Geschafft. Danke. Nächste Übung ist eine Kombination aus Hüftstrecken und Schulterdrücken über Kopf, wobei der Partner wieder das Gewicht spielt. Dafür geht der passive Partner geht in den Plank. Der aktive Partner schnappt sich deren Füße auf den Schultern. Der passive Partner muss sich wirklich fest sein und wie ein Brett da liegen, damit es auch funktioniert. Die Jutta ist jetzt, kniet jetzt am Boden, streckt die Hüfte und dann die Arme über Kopf, senkt die Hüfte wieder und von 9 über Kopf. Passive Partner muss den Bauch wieder kurz halten. Variante etwas leichter wäre einarmig, dann ist die Last auf der Schulter, wo das Bein nicht abgehoben wird. Das macht etwas einfacher für die Schultern, jedoch die gleiche Anstrengung für die Hüfte. Okay, Vorsicht beim Absteigen. Oh. Dann Partnerwechsel. Am besten wieder erst ein Bein greifen, dann das andere Bein greifen. Jetzt haben wir noch Pause, aber Jutta musste ein bisschen mehr machen. So in die Position gehen und mit den Knien, wie es euch angenehm ist. Dann strecken wir die Hüfte und drücken die Arme hoch, machen den Bauch dabei aber fest, wenn wir in der gestreckten Position sind. Ja, Jutta, jetzt brennt es schon. Okay, und los geht's. Hüfte strecken nach oben, je nachdem, wie die Größenunterschiede von den Partnern sind, macht Jutta jetzt hier fast einen Handstand. Genau. Hüfte strecken, Po festmachen und die Arme nach oben strecken. Und der passive Partner muss hier nicht weniger arbeiten. Auch sehr anstrengend für den Bauch, dass er hier nicht durchhängt. Noch 6 Sekunden, Jutta. Schafft. 3, 2, 1. Und wieder Vorsicht beim Ablassen. Sehr gut. Als nächstes kommt der Hamstring Curl mit Partner. Wir trainieren also die Oberschenkelrückseite. Dazu könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, noch ein bisschen ein weicheres Polster schaffen oder einfach eure beiden Matten übereinander legen. Partner 1 geht hier in den Kniestand. Hinten die Fußspitzen aufgestellt. Der Philipp muss gleich gut meine Füße unten halten. Ich versuche mit viel Körperspannung mit einer gestreckten Hüfte, ich halte hinten die Spannung in der Beinrückseite, nach vorne zu gehen, um mich erst im letzten Moment abzufangen. Spannung halten, drückt euch zurück und wieder vor. Ihr müsst richtig die Spannung in der Beinrückseite spüren. 10 Sekunden noch, ganz schön hart. Einen schaffe ich noch. Okay, perfekt. Wechsel die Position. Philipp hat noch kurz Pause. Wie gesagt, hinten die Fußspitzen aufstellen. Ihr müsst hier gut halten, damit er nicht ganz nach vorne kippt. In 15 Sekunden geht's los. Hüfte bleibt gestreckt. Du versuchst so lange wie es geht, hier hinten die Spannung in der Beinrückseite zu halten. Und wenn es losgeht, gehst du langsam nach vorne, so langsam wie du es schaffst. Drückst dich mit den Händen ab, kommst wieder nach hinten zurück. Los geht's. Ich habe hier gleich eine Bauchübung. Ich muss ganz schön halten. Sehr gut. 15 Sekunden schaffst du noch. Nice.
Einer geht noch, Philipp. Perfekt. Sehr gut. So, das war's mit unserem Workout für euch. Wer noch nicht genug hat, macht noch eine zweite Runde. Und wir haben noch eine kleine Challenge für euch, so eine Partnerübung. Probiert die mal aus. Achtet auch hier bitte auf die Größen- und Gewichtsverhältnisse. Der Philipp legt sich mal bitte in Rückenlage. Ihr seid sozusagen beide in einem Vierfüßlerstand. Seid bitte vorsichtig beim Ausprobieren. Philipp greift hier unten meine Sprunggelenke, ich greife seine. Ich gehe auch in eine Art Vierfüßlerposition, halte die Spannung. Und jetzt, wenn ihr hier gut eine Spannung halten könnt, schiebt ihr euch von hinten nach vorne. Diagonal, noch 4, 3, 2, 1. Okay, absetzen. Super. Dankeschön. Wir hoffen es... Nein, bitte nicht. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Video.